Servus und grüß Gott bei Holzwerken TV. Ich zeige heute die Reparatur eines schrägen Stoßes. Ein schräger Stoß ist eine Längsholzverbindung, eine ziemlich primitive, weil da einfach zwei Leisten leicht schräg durchgeschnitten wurden. Diese Verbindung hält nicht ohne zusätzliche Querverbindung, im besten Fall Dübel oder Schrauben, weil die Scherkräfte sonst zu stark wirken. Zur Verdeutlichung habe ich jetzt einmal ein Bambusröhrl aufgeschnitten. Das soll für eine Holzfaser stehen. Und dann habe ich den Hohlraum innen dunkel gefärbt. Und man sieht, das Verhältnis ist ungefähr so ähnlich wie bei eben den einzelnen Holzfasern von Außenwand und Hohlraum. In dem Hohlraum werden die Nährstoffe und das Wasser transportiert. Und jetzt, wenn man das sieht, ist das Loch im Verhältnis zur Wand doch relativ groß. Das heißt, wenn ich das aufeinander leimen würde oder nur aufeinander leimen würde, hätte ich doch sehr viel Hohlraum, der aufeinander halten soll. Das kann nicht wirklich gut funktionieren, außerdem rutscht diese ganze Verbindung ab, sobald ich sie pressen möchte. Das heißt, ich brauche immer zusätzlich dazu eine Verstärkung, die im rechten Winkel zu der Schnittfläche läuft. Also bei dieser kaputten Verbindung handelt es sich nicht um eine Schäftung, sondern um einen schrägen Stoß, weil hier die Schräge ist ungefähr nur doppelt so lang wie die Holzdicke. Und wenn es eine Schäftung wäre, dann müsste es wirklich ganz, ganz stark, also mindestens achtmal so lang angeschrägt sein. Das ist hier eine sehr unsachgemäße Holzverbindung. Das ist ganz starken Scherkräften ausgesetzt. Aber wenn ich diesen Stuhl restaurieren möchte, muss ich einfach das, was ich da vor mir habe, wieder verwenden. Was ich machen werde, ist, dass ich diese Schrauben, hier sind zwei Metallschrauben drin, dass ich die durch Dübel ersetzen werde, weil Schrauben üben zwar einen Zug aus, aber sie leiern das Holz aus. Und ich werde stattdessen diese zwei Schrauben hier die sind so angeordnet, durch drei Holzdübel ersetzen. So sieht diese alte Holzverbindung aus. Da ist auch klar, das war mal geleimt und dieser Leim muss unbedingt weg, bevor ich das wieder verbinde. Ich raspel jetzt diese alten Leimreste weg, damit ich wirklich wieder eine saubere Fläche bekomme, die ich verbinden kann. Dazu ist es wichtig, dass ich die Raspel wirklich ganz flach über das Werkstück führe. Vorne und hinten festhalte. Und das mache ich jetzt noch bei dem Gegenstück. Ich habe jetzt hier bei diesem schrägen Stoß die Seiten ganz sauber gemacht. Und der Trick, damit ich das genau wieder an dieselbe Stelle bringe, ist erstens, das gut zu verzwingen und andererseits auch hier eine von den alten Schrauben wieder hineinzudrehen. Dann bin ich genau an der Stelle, wo ich hin muss. Und dann bohre ich jetzt in dieses Loch den 6er Dübel hinein. Dazu nehme ich einen Bohrer mit einer normalen, abgerundeten Spitze und nicht eine Zentrierspitze, weil ich ja hier schon ein Loch vorhanden habe, was ich nutzen muss. Da würde eine Zentrierspitze drin nicht greifen. So sieht nun der fertig verleimte schräge Stoß aus. Ich habe hier, da waren ursprünglich die beiden Schrauben, zwei Dübel, stattdessen hineingebohrt, hier einen zusätzlichen dazugesetzt, das sehr gut verzwingt neben den Dübeln, sie dann abgesägt und so ist das Ganze jetzt wieder eine sehr feste, stabile Verbindung.